einen Blick auf das Schloss, das sich leider in Privatbesitz befindet. Und hier oben, da runter, bin ich übrigens auch schon gekommen. Das ist eine ganz interessante Schlucht, nicht so lang. Und da unten schon einen Blick auf Neuenstadt. Das ist schon bereits Kanton Bern. Und hier immer noch im Kanton Neuenburg. Und da unten der Bielesee. Mit Blick nach Erlach mit dem Schloss. Das ist diese Ortschaft hier. Hier an diesem Bach, da geht die Kantonsgrenze durch. Kanton Neuenburg, Kanton Bern. Ich befinde mich hier noch im Kanton Neuenburg und die Grenze verläuft hier unten durch. Jetzt gehen wir noch die Altstadt von Neuenstadt anschauen. Muss ganz interessante Stadt sein. So, da geht's jetzt dann in die Altstadt rein.
noch das untere Tor. Da, ganz vorne, wäre schon der Bielesee. Ab jetzt bin ich offiziell auf dem Rebenweg. Oberhalb vom Bielesee. Ich bin gespannt, wie dieser Weg ist. Übrigens, hier wird hauptsächlich noch immer Französisch gesprochen. Aber ich komme jetzt immer mehr in den deutschsprachigen Teil vom Kanton Bern. Das da ist übrigens der erste Jurazug. Oh, und da vorne sehe ich schon was ganz Schönes. Dort komme ich dann vorbei, bei dieser Kirche oben, da ganz, ganz, ganz weit vorne. Wenn ich mich nicht täusche, gehört dieses Weingut der Stadt Bern. Oh, und da vorne der Bielesee. Ganz vorne die Stadt Biel. Schön. Oh, schön, da drüben die St. Petersinsel. Das ist ganz eine schöne Gegend. Hier durch die Rebberge zu gehen, wäre natürlich noch schön, wenn ich diese Route im Spätherbst hätte machen können. Da wären die Blätter noch schön gelbrot gewesen. Aber jetzt einen Blick zurück. Übrigens, hier befinde ich mich auf dem Jakobsweg. Nur, dass er eigentlich in die gegenentgesetzte Richtung verläuft. Hier nochmals ein Blick auf die St. Petersinsel, die früher wirklich eine Insel war, bevor der Wasserspiegel vom See gesenkt worden ist. Und da noch ein Blick zurück. Am Hang oben die bekannte Kirche von Higerz und unten das Dorf.
das ist wieder mal was für die Bahnfreunde. Und dann noch so ein langer Zug. Und da vorne die bekannte Kirche. Die findet man auch öfter auf Kalender und Postkarten abgebildet. Ich befinde mich hier an einem Funikulär, Station Pilgerweg, und das führt hoch nach Prell. Unten ist die Talstation. Jetzt muss so eine Bahn oben sein, weil hier ist kein Seil momentan. So, jetzt gehe ich über die Schiene. Ein sehr interessanter Übergang. Und jetzt muss ich hier diese Treppe hoch. Und da unten nochmal die Talstation. Der Bielesee. Und da ganz ein schöner Weg Richtung Kirche. Jetzt fährt das Bändli da drunter.